Programm auf der Seite 16 und 17. Der Veranstalter hat eine lose Reihenfolge erlaubt, also die Fahrer, die fertig sind, können dann auch auf die Bahn. Vierte Runde. Bauen. Ja. Das bedeutet, er hat den Motor neu überholen lassen, bitte? Ja, den haben wir neu machen lassen von Willy Lun. Und? Letztes Mal hast du auch gesagt, kostet viel Geld. Was hat er gekostet diesmal dann? Ja, ich habe noch keine Rechnung. Aber wird wohl was kosten. Wird wohl kosten. Ja. Und das bedeutet, hast du dann gute Chancen morgen hier beim Rennen? Ja, das will ich hoffen. Das ist für mich das letzte Rennen. Ich höre dann ganz auf. Also das ist mein Abschiedsrennen morgen hier. Und ich will mal versuchen, vorne mitzufahren. Ja, also Abschiedsrennen. Ich würde sagen, Abschiedsrennen fahren noch wieder, denn Gebrüder Schlager fahren auch wieder. Nein, also bei mir kommt das nicht in Frage. Wenn ich aufhöre, ja, dann ist Schluss. Also morgen Abschiedsrennen? Ja. Gut, dann morgen hier beim Abschiedsrennen. Du bist ein bisschen mehr oder weniger lokal, wenn du da kommst, ich weiß von hier. Ich wünsche viel Erfolg und viel Glück. Ja, danke schön. Modushorn und Edgar und Peter Staker, also die Gebrüder Staker, sind auch dabei. Stimmt das? Richtig. Aber dann staune ich ein wenig, denn eigentlich habt ihr ja aufgehört, so laut Bahnsport aktuell. Ja, aufgehört eigentlich nicht so richtig. Ich habe wohl mal einen Gespann verkauft. Und deswegen hatte ich in der ganzen Zeit ja auch keine Möglichkeit, jetzt mal ein neues zu bekommen. Und das hat sich jetzt kurzfristig ergeben. Und für mich ist der Hauptgrund, dass ich hier fahre, dass ich als Abschluss eigentlich noch mal vielleicht die NBBM, kann ich mich auf dem dritten Platz noch verbessern. Habt ihr alles optimal vorbereitet für diese Veranstaltung? Ich hoffe, man hat man immer optimal vor, aber ob es dann so reicht für morgen, das wird sich morgen nicht zeigen. Man kann sich nicht mehr wie gut vorbereiten und das Quäntchen Glück spielt auch immer noch eine Rolle. Schauen wir mal. Gut, Edgar, ich wünsche viel Erfolg für diese Veranstaltung. Und nächstes Jahr fährt ihr auch wieder weiter? Ja, stark gefahren auf jeden Fall weiter, allerdings dann Peter in der Belize. Hallo. Thomas Rasfeld. Hallo. Es geht wieder so nach hier, Sandmarin Modenshorn. Und es freut mich, dass Thomas Rasfeld mit Marcel, wie heißt er? Krubin, auch wieder dabei sind. Denn beim letzten Rennen, wie lange ist es her, seid ihr nämlich mehr oder weniger schwer gestürzt? Das ist 7 Wochen erzählt, aber habe ich meinen Arm ausgekugelt und abwarten. Ich habe jetzt im Augenblick noch ein bisschen Schmerzen, aber ich denke schon, dass es vergehen wird. Ja, denn also in Raststätte seid ihr dann gestürzt und seit Raststätte nicht mehr gefahren? Seit Raststätte gar nicht mehr gefahren. Erstes Mal ist wieder am Motorrad gesessen. Ja. Denn mit was für Gefühle überhaupt also, so rein gefahren? Ach, so habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Und mein Ziel ist, wenigstens den Endlauf zu erreichen und alles, was dann ist, ist eben besser. Also Hauptsache ein Endlauf. Hauptsache ein Endlauf erreicht. Letztes Jahr habe ich knapp dran gescheitert, aber dieses Jahr habe ich es mir vorgenommen und ich werde hoffen, dass es klappt auch. Gut. Hat ihr alles optimal vorbereitet für diese Veranstaltung? Alles Paletten. Alle Beste eigentlich. Jetzt kannst du nur an uns liegen. Gut, dann viel Erfolg hier. Danke. So, was du noch machen? Kunert, hallo. Hallo. Vize-Europameister Krasmarin, Vize-Europameister geworden in Berghau. Ja, genau. Und da hast du auch ein bisschen Ahnung. Hier bist du dabei als Schrauber von wem bitte? Ich bin als Mechaniker vom Murmann momentan dabei. Ich leihe ihm auch mein Motorrad mit dem Motoren. Und da bin ich natürlich dabei mit dem Motorrad. Was für Gespann gewinnt man hier? Ein norddeutsches Gespann oder ein süddeutsches Gespann? Ja, also ich denke auf jeden Fall ein süddeutsches wird gewinnen. Der wird gewinnen? Also du schätzt die Norddeutschen nicht so hoch ein dann? Nee, sieht man ja so vom ganzen Jahr. Also, ich schätze morgen Süddeutsches gewonnen, wird auf jeden Fall. Gut, und ist das vielleicht dann Peter Mohrmann, wo du dann dabei bist? Ja, er ist eigentlich das ganze Jahr ziemlich schnell und hat viele Rennen gewonnen.
Der Scheinemann ist sehr schnell, Dietrich ist schnell, also ist alles offen. Gut, ich wünsche viel Spaß bei der Arbeit, aber viel Glück für das Gespann, wo du dabei bist. Dankeschön. Kyle, hallo. Hallo Jan, wie geht's dir? Es freut mich auch, Kyle hier zu sehen in Moldenshorn. Es geht für euch hier morgen los, aber das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, euch viel Ahnung. Wer wird hier morgen OMK-Pokalsieger von den Billigsinnsgespannen, ein norddeutscher oder süddeutscher Gespann? Ich glaube, wo der Bacher drin sitzt. Wie heißt der? Weiß ich nicht, Bacher. Der Bacher im Seidewagen. Ja. Den traue ich viel zu. Also süddeutsches Gespann oder so. Ja. Gut, geil. Dann werden wir morgen alle sehen, alle erleben. Aber noch was anderes. Heute ist ein besonderer Tag für dich. Stimmt das? Ja, ich habe heute Geburtstag. Heute ist Geburtstag. Wir haben hier mal so 100 Liter Bier zappen schnell, hä? Gut, ich habe noch eine Kleinigkeit für dich mitgebracht. Ich hoffe, es gefällt dir. Bitte schön. Vielen Dank, Jan. Ja, du kannst gebrauchen, wa? Jawohl. Was ist da drin dann? Villinger Zigar von der Schweiz. Zigar. Gut, ich hoffe, die schmecken. Jo. Brauchen wir nicht so viel heute Abend, sonst gibt es so viel Qualm im Zelt. Ja? Aber wir machen aber noch ein schönes Bier, ja. Das mal an, gell? Und morgen bist du beim Rennen auch dabei hier, ne? Ja. Du bist ja Clubfahrer hier vom MSC Bumsorn. Ich bin Clubfahrer, ja. Gut, und wie sind eure Chancen dann? Oh, ich hoffe gut. Ja, denn letzte Woche hat es auch nicht so gut geklappt, der Fechter. Nein, wir haben letzte Woche Probleme gehabt. Die darf man gar nicht sagen, was für Kleinigkeiten das waren. Weil da war die Zinsspule kaputt. So, aber andere Leute sagen mir, Jan, das liegt daran, dass Karl auf Java umgestiegen ist. Nein, liegt daran überhaupt nicht. Wir haben auf dem Griffel genau dieselbe Leistung wie auf meinem GM oder auf Gordon oder Java. Wir haben dieselbe Leistung. Also, ihr habt einfach Pech. War ein bisschen Probleme. Ja. Aber die haben wir wieder ausgemetzt. Gut, schönen Abend mit der Geburtstagfeier. Trink nicht so viel, denn morgen bist du... Ja, du bist ja dabei nachher. Ja, ja, ich bin dabei. Dann bist du morgen auch fit bist. Jo. Und wir sehen uns zwischendurch wieder. Ja? Ja, schönen Danke. Abend. Wie gesagt, tschüss. Danke. Zeit hat vorgelegt die Startnummer 12, der Günther und Hugo Scheunemann. Für zwei Runden mit stehendem Start, das wird jeweils gemessen, gezeitet 61,54 Sekunden. Thank you.
90,16 Sekunden. Die Geschwindigkeit 91,65. Vor der 3 Frank Dietrich, Ronald Bacher. Der 5 Alfons Flügel, Hermann Spennesberger und der Start von 2, Kai Hederich und Andreas Mönche. Ja, wieder eine sehr gute Zeit für die Startnummer 7, die bisher zweitschnellste in einer Zeit von 61,82 Sekunden. Und rundet er das Sponsor nochmal oval zweimal und die Geschwindigkeit 93,63 für die Startnummer 7, also für Peter Bohrmann und Jürgen Ewig. Holländer raus mit 8, Olaf Setzlöter, jetzt Luca, die zweite Runde mit der 7, Peter Bohrmann, Jürgen Ewig, Jörg Heidert an Elsinger. Auf Bahn 3 und auf der Außenbahn Ausrichter mit 1 Hermann Meyer. Schnellste Marke durch die 7. Peter Bohrmann, Jürgen Ewig mit 61,8. Michael Stracker hat einen recht guten Start, aber auch Mike Liebenring und von außen herum Martin Stucke. Michael Strack, Martin Stucke und Mike Liebenring, dann Enrico Roth und Guido Hitzmann. So das Quintett im Moment. John.
Es geht wieder los hier, Sandbar in Mobenshorn, und wir freuen uns alle drüber, dass Egon Müller auch dabei ist. Denn erst war nicht die Rede davon, dass Egon hier am Start teilnehmen soll. Stimmt das? Ich habe eigentlich alles abgesagt dieses Jahr, weil ich muss erst noch mal unter das Messer, ich muss meinen Ellbogen machen lassen, weil das konnte ich die ganze Saison nicht. Weil sonst hätte ich das nicht geschafft, mehr an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und jetzt haben die so viel zu tun in der Uniklinik in Kiel. Jetzt muss ich noch warten bis Anfang November. Und dann wird der Ellbogen operiert. Und ich denke mal, so, wenn ich dann schön trainieren kann und alles, dass ich noch ein paar saubere Rennen nächstes Jahr fahre. Gut, aber hier beim Rennen warst du eigentlich nicht im Plan? Nee. Aber wie kommt das, dass du doch hier bist? Hat sich ein Sponsor bereit erklärt, weil die konnten ja nicht mehr wie 200 Mark bezahlen hier vom Club. Und ist aber ein Sponsor dann eingesprungen und hilft mir damit, dass ich ein paar Markage zusammen. Gut, freuen wir uns alle drüber. Wie sind die Chancen überhaupt heute hier beim Rennen? Ich weiß erstmal noch nicht, wer alles da ist, aber ich denke mal, harte Gegner da. André, Kollegen ist sehr schnell, Pingel ist immer sehr schnell. Und ich weiß nicht, wer noch alles da ist, aber ich denke mal, hier ist der oder was? Und
Ja, jedes Rennen ist ernst zu nehmen. Es sind reichlich Gegner da und gut, ich will mal sehen, wie es überhaupt geht, weil ich habe jetzt 14 Tage nicht trainiert mit dem Arm und ich will mal sehen, wie es geht. Sehr gut, viele Erfahrungen. Danke. Und so. Ja, wir haben nur das Geburtstag gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Moin Karl. Hallo. Hast du Geburtstag gehabt? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, ist danke. Danke. Moin Jan. Hey Karl, so kannst du wieder laufen heute. Jo. Ja. Und gestern hast du ja deinen Geburtstag. Wie ich gerade hörte, hast du ja Geburtstag, ich war ja auch dabei. Wie ist so die Party gewesen hier im Festzelt? Ja, war ganz gut so. Ich bin halt um 10:30 schon ins Bett. Aber erreicht. Ja, du bist ja eigentlich auch immer früh weg, auch bei anderen Veranstaltungen. Desto besser, dann bist du am Tag, wo das Rennen stattfindet, fit. Ja. Ja. Und du fühlst dich gut für heute? Ja. Also das sieht wohl gut aus dann. Sieht gut aus. Gut, ja, kann man es alle hoffen. Viel Erfolg und gute Zigarre hast du da. Danke. Ich bin toll. Ciao. Schau dir mal, das geht wie so Sache. Endlauf, Zeitmarkt für die B-Lizenz. Und gestern ist die erste Zeit gefahren. Ja, stimmt das? Ja, gut, es ist ja der Bruder, der gestern Fahrer ist. Ja. Haben falsche Zeit gefahren, müssen gestern um 11 Uhr angekommen, haben das also gestern noch gehört. Bin überzeugt davon, dass das in der Richtung weitergeht heute. Ja, also die sind heute bestimmt am Treppchen mit dabei. Ja, das kann man jetzt sagen, ja, das weiß ich ja selber. Es gibt ein gewisses Glück dazu, aber von der Leistung her und es ist im Winter seit Bahn hier. Wenn die Bahnen schlechter werden, dann wird er umso stärker. Tipp, dass er schon mit ganz von dabei ist. Ja, ja, denn die ganze Familie Scheunemann ist fast angereist hier. Ne? Der Vater und Mutter sind auch hier. Ja, richtig, das ist natürlich ganz normal. Wir sind gestern noch in Herxheim gefahren, der Schabel und ich. Wir haben gestern in Herxheim noch gewonnen. Wir sind gleich anschließend hier raufgefahren. Das ist natürlich klar, wenn der Bruder hier fährt beim Endlauf, da muss man zuschauen, da muss man dabei sein. Logisch. Ja. Und Vater und Mutter sind mit dem Zug gekommen? Ja, die sind mit dem Zug gekommen. Der Vater ist ja schon Rentner. Hat also da das Abonnement von der Eisenbahn da gekriegt. Eine Person war frei. Also Freitag sind sie raufgefahren und fahren also morgen wieder nach Hause zurück nach Augsburg. Optimal, ja. Tolle Sache. Gut. Super, ja. Sonnenschein, ich wünsche viel Erfolg für euch. Also für das Gespann. Schöne Mann, schöne Mann. Und vielleicht klappt es. Danke dir, ja. Bis bald. Ja. Guckst du Fernsehen? Hast du die gleiche Rennautomat? Ja, das Feigl, guten Morgen. Guten Morgen. Du liest Bild am Sonntag. Sehen wir was drin über das Rennen, was hier stattfindet heute oder nicht? Hast du nicht gefunden? Nee, ich hab's nicht gefunden. Ich schaue die Zeitung an und tue ein bisschen Sport, Fußball anschauen. Sport, genau. Aber nicht nur Sport, sondern auch schöne Frauen, sehe ich da. Schöne Frau, ja. Schöne Bikini ist drin. Ja. Vor allem das neue Modell vorne, das hat mich gefallen. Aha. Super. Sehr gut. Süß sind zwar besser wie der BH, aber es macht ja nichts. Gut. Aber hier, Bohlmann. Gestern gefahren und gute Zeit gefahren, habe ich gesehen. Ja, ich bin ganz gute Zeit gefahren. Wir sind sehr zufrieden. Da, wo wir gefahren sind in der letzten Gruppe, waren die Bahnverhältnisse auch nicht mehr gerade die beste. Wir sind in der allerletzten Gruppe gefahren mit dem, was wir gefahren haben. Da waren wir sehr zufrieden mit. Ja, aber das späte Seite hat ausgesehen nach einem Ausfall, habe ich gesehen. Stimmt das? Ja, mit unserem zweiten Gespann hatten wir Probleme gehabt mit der Spritzufuhr. Und das haben wir gestern Abend noch einmal abgestellt, noch mal alles überarbeitet. Und wir sind guter Dinge. Und werden unser Bestes draus machen heute. Was wird jetzt noch im Augenblick gemacht, bitte? Ich mache jetzt hier gerade noch einen Ersatzhinterrad fertig. Da kommt jetzt noch eine neue Decke drauf. Wasch das hier ab, mach das Feldspann drauf. Und das ist noch der letzte Schliff, der sogenannte letzte Schliff vom großen Rennen. Oh Mann, es geht für euch nicht heute Vormittag los, sondern heute Nachmittag erst. Ja. Ich wünsche mir diese Veranstaltung. Thank you.
Darin enthalten ja auch die Ausscheidung zur NWM. Von den Fahrern können sich ja nur die 8 Trainingsschnellsten zum Wertungslauf der NBM qualifizieren. Abgemeldet hat sich bereits die Startnummer 20, Lothar Gerdes, und damit ist dann auch die 31, Egon Müller, fest im Feld integriert. Können Sie schon in Ihrem Programm auf der Seite 21 ändern. Für die 20, die 31, Egon Müller. Man muss sich natürlich genau wie die anderen MBM-Teilnehmer qualifizieren für den Wertungslauf. 3 Gruppen mit 5 Fahrern erwarten wir. Hinten kommt auch schon der 5. Von den nach außen sind es André Paulin, Volker Maaßen, Egon Müller, Klaus-Peter Gerdemann, und erwarten wir noch auf den 5. Schlechttraining also über 3 Runden. Konkurrenz an, verfolgt von André Paulin, Volker Maaßen, Hans-Jürgen Brickay, also Klaus-Peter Gerdemann auf Rang 3, dann Hans-Jürgen Brickay und dann Volker Maaßen als 5. Ganz klar, der Egon Müller vor André Paulin und Klaus-Peter Gerdemann. Der Beweis, verfolgt von André Paulin, so geht es. Wieder Gerdemann, Hans-Jürgen Brickay im Kampf mit Volker Maaßen. Die beiden Junginternationalen im Kampf um Platz 5 bzw. 4. Ja, jetzt packen wir es zu Ende, steht ja auch die WM-Lauf, Teilnahme, Sarah Sieger, Egon Müller, André Paulin. Stehen im Start für Egon Müller, den Sieger dieser ersten Gruppe. 79,94 Sekunden war die Zeit. Jeweils gestoppt mit 3 Runden und stehen im Start. 108,89 die Geschwindigkeit. Zweiter mit 28, André Paulin, dritter mit der 19, Klaus-Peter Gerdemann. Als ich über die Reling sah, da glaubte ich zu träumen. Da waren 1000 Boote, die hielten auf uns zu. Zweite Gruppe mit dem Europameister Anne van der Elm, der Startnummer 17, dann Matthias Beckmeier dabei mit der 22, mit der 21, Steven van der Elm, die 23, Rob Stehmann und innen Hans-Otto Pingel, von innen nach außen Hans-Otto Pingel, Matthias Beckmeier, Steven van der Elm, Anne van der Elm und Rob Stehmann. Vorsprung für Anne van der Helm, aber innen ist Hans-Otto Pingel gut aus dem Band gekommen, wird jetzt noch abgefangen oder eingeholt zumindest von Anne van der Helm, führt aber noch die Konkurrenz an. Hans-Otto Pingel, jetzt vor dem Vorsprung aus, aber ausgefallen ist auch an zweiter Stelle liegend Anne van der Helm. Das erhebliche Probleme gehabt. Steven van der Helm und Matthias Beckmeier. So wie Rob Stehmann. Aber jetzt ist er wieder. Letzte Runde mit Hans-Otto Pingel, der sich umschaut. Erfolgt wird von Steven van der Helm, Matthias Beckmeier, Anne van der Helm und Rob Stehmann. Dabei die Startnummer 27, Ralf Schlack mit der 25, Jens-Peter Nielsen mit der 18, Tommy Dunker, die 26, André Heitermann, Jens-Peter Nielsen innen und Tommy Dunker außen, Tommy Dunker vor Jens-Peter Nielsen, der seinerseits mit Ralf Schlack im Clinch und vierter André Heitermann, das Quartett aber noch relativ dicht geschlossen, immer noch angeführt von Tommy Dunker, verfolgt von
Grand Prix-Sieger des vergangenen Wochenendes in Bruck steht jetzt Peter Nielsen, Ritter Helder Kupfett, Kreisstadt André Heidermann. Auch er ja ein Youngster in der internationalen Garde. Tommy Dunker, Jens Peter Nielsen, Ralf Strack und Andi Heidermann. Sekunden und die Geschwindigkeit 104,79. Zweiter mit der 25 Jens Peter Nielsen, dritter die 26 Andi Heidermann und vierter mit der 27 Ralf Strack, der offensichtlich doch leichte technische Probleme bekam. 82,86 die Zeit, 104,79 die Geschwindigkeit, glaube ich. Frank Becker, Rudi Waage, Eddie und Peter Starke, Herbert Brüner und Marcel Marek. 3 Minuten laufen, 3 Minuten. Hören heute nicht mit dem Reserveplatz verlieb nehmen müssen. Aber der letzte des Trainings einer jeden Gruppe, sei es der deutschen oder der dänischen Gespanne, ist automatisch Reservegespann. Von innen nach außen haben wir also dabei Frank Becker mit Rudi Waage, dann Karl Keil mit Joachim Rieck, Herbert Brüner mit Marcel Marek, dann Fried Sauermann mit Sven-Peter Görbig und dazwischen schieben sich dann noch Eddie und Peter Starke. Frank Becker und Rudi Waage. Das sind nach wie vor Eddie und Peter Starke, vor Herbert Brüner, Marcel Marek. Und ausgefallen damit wird dann automatisch Reserve sein, sind Frank Becker und Rudi Waage. Bereits in der ersten Runde jetzt im Feld hinterher fahren. Letzte Runde mit Edgar Peter Starke. Karl Kall und Joachim Reg auf Platz 3. Sie alle sehen ins. Und auch noch mit dem Rennen heute Nachmittag werden dann sein Fritz Sauermann und Sven-Peter Görbig wegen der Probleme von Frank Becker und Rudi Waage. Also ein guter Finish. Ganz knapp war es aber Peter Edgar und Peter Starke vor Herbert Brüder mit Marcel Marek. Peter Starke in 96,59 Sekunden und einem Stundenmittel von 89,89 vor der 42 Herbert Brüner, Marcel Barek. Es war knapp ein halber Reifen, dann Karl Keil und Jan Rieck und Fritz Sauermann und Sven-Peter Görbig. Reserve ist damit, das können wir also schon eintragen, Reserve gespannt für Deutschland, die 40 Frank Becker und Rudi Waage. Sportkameraden aus Dänemark. Vom dänischen Sand- und Grasbahnverein. Wir waren Johannes Hansen, jetzt Peter Bosko, der natürlich jetzt eben ihre Maschine wieder auftankt. Es war um 1910. Der Steuermann hatte Matrosen am Mast und den Zahlenmeister haben die Gonokokken vernascht. Aber sonst waren wir bei bester Gesundheit. Gemischte Doppel mit der 35 Robert Kehlert mit Marianne Rüge, mit der 36 Willi Lund, Klaus Dahl, mit der 37 Fett Schmidt und Eiland Larsen. Und auch hier wird wieder das letzte Gespann als Reserve dann heute Nachmittag zur Verfügung stehen.
da gibt es eine interne Konkurrenz unserer dänischen Spitzengespanne vom dänischen Sand- und Grasbahnverein. Jeder möchte natürlich hier und heute sein können unter Beweis stellen. Noch hat er sich nicht so ganz nach vorne kämpfen können, der dänische Meister Johannes Hansen mit Jens-Peter Wurskel. Konkurrenz ist sind immer noch Fitzfeld und Eilert Larsen. Und wenn es so bliebe, dann wären das gemischte Doppel Robert Kehlert und Marianne Röge dann heute die Reservisten. Aber nur knapp vor ihnen die dänischen Meister Johannes Hansen und Jens-Peter Bosco. Vorher mit 41 Andy und Peter Starke, 95,95 die Zeit und 90,49 die Geschwindigkeit. Und Reserve ist damit mit der 35 Robert Kehlert und Marianne Röge. Pause entlasse, die Funktionäre sind bereits entlassen, wollen wir noch unser Programm auf den aktuellen Stand bringen. Hans Otto Pingel. Zweiter Platz, Dr. Medizin.
Zweiter? Wer war denn Dritter? Haben Sie? Immer den geschäftlichen Besprechungen hier. Soll ich schon raufgehen, oder? Ja, sicher. Ich auch? Ja. Geht von der Seite. Ja, geht. Ich will da extra hin zu euch, damit. Jeder Sport ist nur ein Spiel, nur ein Spiel, nur ein Spiel. Drum riskiere nicht zu viel, Sport ist nur ein Spiel. Hals und Beinbruch. Hals und Beinbruch. Hals und Beinbruch. Und viel Glück noch dazu. Aber nur zwei im Ziel, wie kommt das? Ja, ich würde sagen, ein bisschen schlecht vorbereitet, die Jungs. Ja? Schlecht vorbereitet? Ja, viele Aussitzer und so, Vergaseprobleme, glaube ich. Ja, also, das wird dann Überraschung sein, wer gewinnt vielleicht. Ich kann noch nichts sagen. Also, yes. Thank you.
deutschen Bahnpokaltitel. Mit dem Sieger im Gespann 12, Günther und Hugo Scheunemann, 5 Punkte. Zweite mit der 7, Peter Burmann, Jürgen Ewig, 4 Punkte. Dritte das Gespann 3, Frank Dietrich, Roland Bacher, 3 Punkte. Vierte das Gespann 4, Jörg Eilers, Arndt Elsinger, 2 Punkte. Die Hoffnung wieder dabei sein kann, Klaus wieder Gerdemann. Thank you.
Hat sie schon geholfen, da drücken, oder nicht? Ja. Eben hat schon geholfen. Ja, ist doch. Dass sie alle die Daumen einschlafen. Ja. Ja. Hier kommt die immer so munter. Wenn ich auch sonst immer so schlaff bin. Wo ist der Nächste? Der Hugo. Der Hugo. Der sitzt da vorm Zelt. Der Hugo. Wir müssen ja auch mal, Just. Hugo! Geh her, du! Dein Typ wird verlangt. Und Bert Dürger. Wer gewinnt heute? Der Bessere. Ist schwer zu sagen. Der Schnellste. Die Bahn ist nicht so besonders, da kann viel passieren. Ein Ausfall und alles ist rum. Ja, eben in einem Lauf habe ich gesehen, viele gespannt am Start, aber nur zwei durchs Ziel. Ja, ja. Ja, ja, ist klar. Ja. Halt Pech. Ja. Aber Scheunemann, ihr schafft das. Ja, das Rennen ist noch nicht vorbei. Ja. Es war ein Lauf, aber war für mich persönlich fast der wichtigste Lauf, weil der stärkste Konkurrent der Murmann in dem Lauf dabei war. Und der Frank Dierich, der mit Sicherheit den Murmann Schützenhilfe gibt. Und das war für mich schon mal eine ganz große Trost, dass wir den Lauf gewonnen haben und so hinter uns waren. Gut, na, wir warten es ab. Viel Erfolg. Danke, ja. Der Vizemeister Thorsten Kern mischt vorne mit, genau wie Björn Dan Jelzik. Ja, die Startkurve, die Welt am Sonntagkurve, die Mazda-Kurve, gut durchgekommen. Gleich auch und dann setzt sich Martin Stucke ab. Auf Rang 3 verweist Björn Daniel sich auf die vierte Position. Und bitte den Bahndienst vor den DM-Läufen. Das geht von her möglichst. Dann drücken wir die Daumen für die zweite Runde im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Alle Gespanne wieder ans Band. Wir wollen nochmal die Maschine testen. So, liebe Freunde, damit ist der Lauf korrekt gestartet. Günter Hugo Scheunemann setzen sich schon wieder an die Spitze. Verfolgt von Alfons Flügel und Hermann Spellesberger, wenn ich das richtig von hier aus erkennen kann. Und Dele Brüner mit Axel Ibbich. Axel Immich, auch das war richtig zu sehen, auf Rang 3. Wir haben alle sechs Gespanne im Rennen. Nach wie vor Gewitter. Und Scheunemann, die Sieger ihres ersten Laufes. Also Flügel, Hermann, Spellesberger und Dieter Brüner mit Axel Immich.
Rest an Jörg Eilers und an Eldiger. Programmseiten 16 und 17, Sieger wiederum das Gespann 12, Günther und Hugo Scheunemann, 5 Punkte, insgesamt 10. Ja, wenn die kleine Unterbrechung kommt, liebe Fans, dann muss ich erst einmal wieder kräftig husten oder niesen. Gleichziehen im Rennen 9, die Startnummer 2, Kai Hederich und Andreas Mönche, die 5 Punkte mitbringen. Farbe grün, also auf Bahn 5, die Startnummer 10, das ist das Hinweis für den Kameramann des Fernsehens. Rote Flagge, rote Flagge. Rote Flagge. Ja, wie sagt man so schön, liebe Fans, Technik. Und einen Sturz. Rote Flagge, rote Flagge. Peter Moormann hat es dort auf jeden Fall erwischt. Peter Moormann und Jürgen Ewig. Sie fuhren geradeaus. Rote Flagge. Lauf ist abgebrochen. Mit der Startnummer 7 in der Helmfarbe grün. Ja, Sie haben es gesehen, es gab schon auf der Startgeraden dort Rangelei zwischen der Bahn 5 und der Bahn 6 zwischen Thomas Rasfeld, Marcel Grobin, Peter Moormann und Jürgen Ewig. Und dann fuhren sie geradeaus dort in die Mazda Ordenskurve. Wir wollen hoffen, dass beiden nichts passiert ist. Die Entscheidung. Nicht dabei sein, sondern dann gleich nach meinen Aufschreibungen, die Sicherheit, 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 die
Punkt, die 24, Hans-Jürgen Sikai mit 3 Punkten, die 26, André Haltermann mit 5 Punkten, die 28, André Paulin und mit 1 Punkt, die 30, Volker Schwab. Quetschen, aber geht nicht weiter, weißt du, ne? Schöne Mann, ich bin noch eben wieder da. Eben gerade, also vorhin ist ein Sturz gewesen mit Mohlmann. Kann leider nicht mehr am Rennen teilnehmen. Ja, wie ist der Sturz gekommen überhaupt? Ich hab nicht zugeschaut, also ich habe bloß die Meute gefahren sehen, aber ich habe zuerst gar nicht mitgekriegt, dass da jemand gestürzt ist. Aber angeblich hat die Startnummer 11 ihm das Vorderrad weggefahren, ich weiß es aber nicht. Startnummer 11, wer ist das bitte? Ein norddeutsches Gespann, ich weiß nicht, wer es ist. Müsste ich auf Ding schauen, Moment. Das stimmt aber nicht. Das ist der Thomas Groh, müsste es sein. Nee, das ist so ein anderer Führer. Nee, der Groh war. Muschke? Ist der bei? Ich glaube, die Stadt Nummer 11, der Thomas Groh, glaube ich, war es. Und der Badio Blaskultur. Peter Mohrmann. Ja. Ja, schade, alles ist vorbei für das Gespann Mohrmann ewig. Ja gut, es ist halt ein bisschen ungünstig gelaufen, die ganze Affäre, aber was will man im Nachhinein machen, da kann man nichts machen dran. Wie ist es gekommen überhaupt zu dem Stoß? Aus dem Start raus hat mich der Rastfeld behindert, der Thomas. Das können Sie auch am Motorrad sehen, da ist mir direkt vor das Motorrad gesprungen. Im Haus stehen die gerade mit hochgezogen und hab dann Gas beigemacht, dass der wegfahren kann. Ja, dass wir uns dann lösen voneinander. Und kurz vor dem Kurveneingang, da war der mit der Startnummer 11. Ich habe dann auch innen geschaut. Und da schaut er mich mit der Startnummer 11 an. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Und zieht voll noch aus und fährt mir das Vorderrad weg. So, und Beifahrer Jürgen Ewig, was hat er abgekriegt, bitte? Ja, den Jürgen, den haben wir vorsorglich mit ins Krankenhaus geschickt zum Röntgen. Dass da nichts ist. Er ist bei Bewusstsein, alles topfit, er kann alles bewegen und so. Nur halt, das war über Vorsichtsmaßnahmen. Ja, schade eigentlich. Gut. Ja. Nächstes Rennen, wo ist das wieder für euch? Gibt noch ein Rennen irgendwo? Dieses Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr fahren wir in der A-Lizenz. Da wird sowas hoffentlich nicht mehr vorkommen. Na gut, ich wünsche dann gute Heimreise und nächstes Jahr dann etwas mehr Erfolg, wie ihr hier gehabt habt heute. Ja, danke schön. Gut. Auf Wien, Schopper, Beinhard Wien, Flaschbier, Beinhard geht das ab hier. Beinhard Wien Rocker, Beinhard Wien Schopper, Beinhard
Bier, Fleischbier, beinhart geht das ab hier. Wir gehen nicht schick in die Restaurants und knabbern vornehm am Hummerschwanz. Wir dürfen nicht nach Auditoilette, bei uns schnuppert man gutes Kettenfett. Wir rattern riesig über Berg und Tal, stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Dengel, 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 Dengel. Beinhart wie ein Rocker, beinhart wie ein Chopper, beinhart wie ein Flaschbier, beinhart geht das ab hier. Campingwagen nicht dahin, oder du hast einen Tunnel drin. Mach sie nicht zu, lass sie auf die Schranke, lass uns da durch, da sonst kriegt das Kranke. Thomas,
Scheunemann mit 15.10, einem A-Lizenz Solo-Lautprogramm Seite 21. Auf dieses Feld dezimiert aber dabei der Europameister mit der 17, Anne van der Helm. Die Läufe wieder über drei Runden. 9 Punkte bringt damit. 3 Punkte für die 21, der Bruder Steven van der Helm mit 8 Punkten. Die 22 dabei, Matthias Beckmeier mit 6 Punkten. Die 27, Ralf Schlack. Und mit 4 Punkten die 29, Hans-Otto Pingel. Die 25, Jens Peter Nielsen, kann nicht mehr antreten. Und auch die 18, Tommy Dunker, ist nicht mehr dabei. 5 Fahrer stellen sich also noch dem Spiel. Alle von der Helm, Matthias Beckmeier. Attackiert vom Europameister nach innen. Hans-Otto Pingel mischt auf mit Ralf Schlack. Im Moment auf Rang 4. Hans-Otto Pingel, Hanne van der Helm, Matthias Beckmeier, Ralf Schlack und Steven van der Helm, der jetzt in der Fahrerlagerkurve angreift. Und Ralf Schlack auf den letzten Platz dabei. Hans-Otto Pingel. Immer noch klar führend Hans-Otto Pingel. Attackiert durch den Europameister, den amtierenden, den Niederländer van der Helm. Und da liegen sie im Clinch auf der Gegengeraden. Hans-Otto Pingel mit Anne van der Helm. Der Höhepunkt dieses Laufes 16. Ja, der Old Boy, Hans-Otto, der Senior. Die Punkte des Laufes 16, ja, knallhartes Duell zwischen dem Europameister Hans-Otto Pingel mit dem Sieger, der Start von 17, Anne van der Helm. 5 Punkte, damit hat er 15 Punkte und ist im Finale mit Sicherheit dabei. Thank you.
Ort dort in Innenfeld sind hineingefahren. Und damit ist der Finallauf gestartet. Martin Stocke, Björn Danielzig im Kampf von Platz 1, Björn Danielzig außen, Martin Stocke innen. Und der Björn setzt sich in Pool Position, verfolgt von Matze Stocke. Vor seiner Maschine und schiebt diese ins Feld. Nach wie vor Björn Danielzig zur Matze Stocke, Mike Ebensing, Enrico Roth, Jörg Kerl beißt sich dort durch auf die 15 Prozent Südkurve. Dann gleich die Sieger hier vor Start und Ziel zur Siegerehrung. 5 Punkte notieren Sie bitte für die Startnummer 56 für Björn Danielzig. Damit sind das insgesamt 12. 4 Punkte für die 57 für Martin Stocke. Insgesamt 10. 3 für die 52 für Mike Ebensing. Das sind seine ersten Punkte. 2 für die 51 für Thorsten Kerl. Insgesamt 7 Punkte. Und einen für die 60, Enrico Roth. Insgesamt 2 Punkte. Heiko Müller fiel aus, bleibt bei 9 Punkten und das bedeutet noch für ihn Rang 3. Erster Platz also mit 12 Punkten für die Startnummer 56, Björn Danielzig. Zweiter Platz mit 10 Punkten für die 57, Martin Stocke. Und dritter Platz für die 63 mit 9 Punkten, Heiko Müller. 82,8.
Weiß ich nicht. Ein Pärchen noch. Jetzt kommt ein kleiner Moment mal. Ja, das ist ein ja, ganz kleiner Moment. Die Blumen kommen. Zurück, bitte.